Ich rufe nunmehr auf den Tagesordnungspunkt 14, die Neufassung der Parkgebührenverordnung. Hierzu gibt es Änderungsanträge vom heutigen Datum in der Anzahl 2, beide vom Antragsteller FDP-Fraktion. Da wir in der Fraktionsrunde ohnehin mit der FDP beginnen, Herr Zastrow, bringen Sie die Änderungsanträge gleich ein. Ich mache erstmal die Änderungsanträge und dann die normale Rede. Naja, ich krieg's auch noch sehen. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren. Ich stelle erstmal ganz normal, wie sonst auch, die Änderungsanträge vor. Sie sind hier nicht ganz neu, weil Sie die schon Anfang der Woche bekommen haben. Gestern gab es im Ausschuss Stadtentwicklung und Bau dazu die Diskussion. Wir haben dort als FDP-Fraktion nochmal einen Weg gesucht, einen Weg des Kompromisses, der in ein paar wenigen Punkten auch erfolgreich war, aber in einer ganz, ganz zentralen Frage, zwei zentralen Fragen nicht. Diese zwei Punkte werden wir heute noch mal als Änderungsantrag bringen. Das eine, meine Damen und Herren, ist ein Ergänzungsantrag, der einen ganz wesentlichen Punkt hat, nämlich egal, was in der Verordnung steht, beantragen wir, dass die neue Parkgebührenverordnung erst dann in Kraft tritt, wenn der Deutsche Bundestag die epidemische Lage für beendet erklärt hat und wenn es keinerlei andere Einschränkungen mehr durch die Landesregierung, durch die Bundesregierung oder die Kommune gibt. Wir können erst dann überhaupt über Gebührenerhöhungen nachdenken und sie durchsetzen, wenn, und zwar im wortwörtlichen Sinn, der Laden wieder läuft. Alles andere, meine Damen und Herren, ist ein katastrophales Signal an diejenigen, die in der Krise ganz besonders leiden, die seit, ja, manche schon über ein Jahr inzwischen, andere inzwischen, wie ich selbst, seit Dezember im Lockdown sind. Wieder verlängert bis zum 18.04. und immer noch keine Hoffnung haben, dass es irgendwann mal wieder besser gehen könnte. Was denken Sie, was die von diesem Stadtrat denken, wenn dieser Stadtrat heute völlig entrückt von der Lebensrealität beschließt, dass wir diesen höhere Parkgebühren mit auf den Weg geben? Deswegen, das ist unser Antrag. Ich sehe wohl, dass ich gestern den Ausschusswesen ein bisschen beeindrucken konnte, weil die über halbstündige Auszeit dazu geführt hat, dass dann ein leider sehr technokratischer und sehr halbherziger Änderungsvorschlag gekommen ist. Der reicht nur nicht. Erstens wissen wir nicht, was am 1. November ist. Das wissen wir nicht. Und ich finde schon, dass es ganz wichtig ist, dass wir im Stadtrat noch einmal entscheiden, ob jetzt die Lage gekommen ist, die Parkgebühren zu erhöhen. Ist es so, wie Herr Würz gestern im Ausschuss gesagt hat, dass, wenn das hier alles wieder geht, die Menschen zu Massen in die Stadt strömen und ihr Geld ausgeben und kaufen, kaufen, kaufen? Oder ist es so, wie der Einzelhandelsverband selbst vermutet, nämlich dass jeder dritte Einzelhandelsladen und viele Gastronomiebetriebe von der Insolvenz bedroht sind? Das wissen wir nicht. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir mit Blick auf das, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert, erst dann die Entscheidung treffen. Ich glaube, das sind wir, wenn wir uns die Wirtschaft in dieser Stadt am Herzen liegt, den auch schuldig. Das ist der erste Antrag, den wir stellen wollen. Und der zweite Antrag bezieht sich auf einen sehr eigenartigen Zonenzuschnitt, den die vier Fraktionen hier vorgenommen haben, der mich doch sehr überrascht hat, weil vielleicht ist es Ihnen gar nicht aufgefallen. Es kann nur daran liegen, Kollege Scholbach guckt schon, wahrscheinlich hat er es übersehen, aber man schlägt ja den Bereich der äußeren Neustadt direkt dem Stadtzentrum zu. Das heißt, die Parkgebühren in der äußeren Neustadt werden genauso hoch sein wie rund um die Konsumtempel, rund um den Altmarkt, meine Damen und Herren. Das kann ja so nicht gewollt sein. Wir haben ja in der Neustadt mit ganz anderen Strukturen zu tun, ganz anderen Einzelhandelsstrukturen. Dort sind eben noch die kleinen inhabergeführten Unternehmen, das sind nicht die Ketten. Das sind wirklich Leute, wo der Inhaber noch am Ladentisch steht. Und ich weiß es auch, auch seit der Diskussion ums Assi-Eck, wo es ja keinesfalls
nur um den Lärm dort ging, sondern wer am Stadtbezirksbeirat Neustadt wie ich gewesen ist, der weiß, dass es genau den Gewerbetreibenden immer um die Parkplätze geht und immer auch um die Bezahlbarkeit geht und damit, dass du durch die Neustadt auch schon noch ein bisschen mit dem Auto fahren musst. Deswegen schlagen wir vor, dass dieser Bereich wieder herausgenommen wird und dass die äußere Neustadt wieder, wie ursprünglich mal von der Verwaltung vorgeschlagen, selbst zur Parkzone 2 gemacht wird. Das sind unsere Änderungsanträge. Vielen Dank. Wir treten dann in die Fraktionsrunde ein. Freie Wähler, Herr Nitsche. Meine sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, ich möchte meine Ausführung mit einem Zitat beginnen, und zwar folgendem Zitat: Egal wie man zur Höhe von Parkgebühren grundsätzlich steht, eines dürfte feststehen, mitten in der Corona-Krise, mitten im Lockdown und zu einem Zeitpunkt, wo dieser vor einer wiederholten Verlängerung bis weiter nach Ostern steht, verbieten sich neue Belastungen für die am stärksten von der Pandemie betroffenen Wirtschaftszweige und die Bürger insgesamt. Stammt aus dem Ergänzungsantrag der FDP und vielmehr dürfte eigentlich zur Erhöhung der Parkgebühren fast nichts zu sagen sein, aber es ist doch, denn es gibt ja hier diverse haushaltstragende Fraktionen, die sich entschlossen haben, an der Gebührenerhöhung festzuhalten. Warum? Weil es so im Haushalt steht. Getreu dem Motto, jetzt haben wir den Haushalt beschlossen und jetzt müssen wir da durch. Aber uns dürfte allen klar sein, dass der Haushalt, so wie er im Dezember beschlossen worden ist, wahrscheinlich nicht eins zu eins umgesetzt werden kann. Schon weil die Einnahmen keineswegs in der Größenordnung zustande kommen, wie sie dort geplant sind. Weil wir einfach vor einer Lage stehen und uns in einer Lage befinden, die man wahrscheinlich auch im Dezember nicht in dieser Größenordnung gesehen hat. Zumindest nicht von großen Teilen dieses Hauses. Deswegen, ich hatte es vorhin in einer Rede schon mal gesagt, nehmen Sie sich diese Woche mal die Bundeskanzlerin als Vorbild, gestehen Sie einfach mal einen Fehler ein und sagen Sie, haben wir jetzt falsch eingeschätzt, wir gehen etwas anders an die Sache ran, das wäre einfach, da könnten Sie sich trauen. Ich habe gestern im Ausschuss für Bau, Stadtentwicklung und Verkehr einen Ersetzungsantrag eingebracht, den ich hier an dieser Stelle nochmal einbringe, der eigentlich ganz kurz und einfach ist, der ist auch jeder Fraktion zugegangen. Der Antrag sagt, wir geben uns eine neue Parkgebührenverordnung bis zum 31. März nächsten Jahres, also genau für 12 Monate. Wir bekämpfen mit dieser Maßnahme die Folgen der Corona-Pandemie und jetzt, und das ist das Besondere, wir fassen einfach nicht die Geltungsbereiche an, sondern die Geltungszeiten, indem wir einfach sagen, wir machen Montag bis Freitag einen Tarif, der nur von 8 bis 18 Uhr gilt. Wir verzichten auf die Zeit nach 18 Uhr und wir verzichten auch auf den Samstag als Tag, an dem Gebühren gefasst werden. Warum machen wir das? Klingt jetzt etwas merkwürdig, dass wir auf Einnahmen verzichten und das in dieser aktuellen Situation, aber wir machen das, weil wir Optimisten sind. Wir sind nämlich zuversichtlich und wir hoffen auf eine baldige Öffnung von Restaurants, von Läden, von Kulturangeboten in der Innenstadt. Und wir wollen, dass diese hochfrequentiert werden, dass sich unsere Innenstadt weiterentwickelt und dass sie sich stabilisiert und das erreichen wir mit einer Stärkung der Besucherfrequenz. Florierende Innenstädte kann es auch mit hohen Parkgebühren geben, das stimmt. Aber niedrige Parkgebühren machen es einfacher. Und ich glaube, an dieser Stelle kann man es sich einfach machen, indem man einfach sagt, wir verzichten auf eine Erhöhung, wir sorgen dafür, dass Dresden bundesweit Beachtung bekommt. Das ist eine ganz einfache Marketingmaßnahme bundesweit, indem wir einfach sagen, wir gehen in die Zukunft und senken für ein Jahr die Gebühren vom Volumen her, indem wir einfach sagen, abends bzw. am Wochenende verlangen wir nichts und laden die Leute ein, unsere schöne Altstadt, unsere schöne Innenstadt, unsere schöne Stadt insgesamt zu besuchen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Nitsche. In der Fraktionsrunde Bündnis 90 Die Grünen, Frau Krause.
Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Dresdnerinnen und Dresdner, wir werden mit dem heutigen Beschluss das erste Mal seit 2006 die Parkgebühren in Dresden erhöhen. Dieser Schritt ist überfällig und im Zusammenhang mit dem Haushaltsbeschluss und für den Doppelhaushalt, den wir beschlossen haben, auch unvermeidlich, denn wer A sagt, muss auch B sagen. Um zu verdeutlichen, wie lange 2006 her ist, möchte ich zwei Beispiele bringen. Seit Ende 2005 heißt es nicht mehr Bundeskanzler, sondern es heißt Bundeskanzlerin in Deutschland. Seit 2006 gab es noch keine Smartphones. Man hatte Klapphandys und es war irgendwie der heiße Scheiß, Klingelton-Downloads sich auszutauschen. Mit anderen Worten, es wird Zeit. In demselben Zeitraum sind nämlich beispielsweise die Ticketpreise im ÖPNV 6-mal erhöht worden. Bezogen auf das Basisjahr 2008, das sind Zahlen, die mir vorlagen, sind die Preise des ÖPNV in Dresden um fast 40% gestiegen. Und das hat der Stadtrat immer mitgetragen. Die allgemeinen Verbraucherpreise sind um 15% gestiegen. Der Betrieb, also alle anfallenden Kosten eines Autos, nur um 8%. Das ist nur halb so viel wie die allgemeinen Verbraucherpreise und nur ein Fünftel der ÖPNV-Preise. Berücksichtigt man die Inflation, sind die Parkgebühren in den letzten 15 Jahren sogar gesunken. Die berüchtigte Melkkuh der Nationen sind jedenfalls nicht die Autofahrerinnen und Autofahrer. Gefühlte und tatsächliche Realität stimmen da einfach nicht überein. Insgesamt erhebt die Landeshauptstadt Dresden nur an 3% der Straßen überhaupt Parkgebühren. Im Moment gilt aktuell der Preis von etwa 25 Cent für 30 Minuten, das ist die Zone 3. Der Tagestarif beträgt überwiegend 3 Euro. Die Tageskarte im ÖPNV kostet 6,50 Euro für eine Person. Im Auto können aber bis zu 5 Personen sitzen und die Familientageskarte kostet 10 Euro. Das ist mehr als das Dreifache des bisherigen Tagestickets beim Parken. Wir heben nun also die Preise an und bleiben immer noch unter den Fahrscheinpreisen der DVB. Denn die Tagestickets werden zukünftig 5 bzw. 6 Euro kosten, außer in der winzig kleinen Innenstadtzone, die Zone 1 wird kleiner, zwischen Postplatz und Pirnaschenplatz, Elbe und Dr. Külzring und in der äußeren Neustadt. Dort wird das Tagesticket zukünftig 12 Euro kosten. Zum Vergleich, in der Innenstadt rufen die privaten Parkhausbetreiber Preise zwischen 25 und 30 Euro auf. Man könnte also sagen, wir machen es der Privatwirtschaft mit unseren Dumpingpreisen, weniger als die Hälfte, ganz schön schwer. Aus grüner Sicht ist diese Erhöhung noch deutlich zu gering, das muss ich ganz deutlich sagen. Denn wir wollen Anreize setzen, das Auto, von dem eigentlich alle wissen, dass es nicht umweltfreundlich ist, auch wirklich mal stehen zu lassen, Bahn und Bus zu nutzen, mit dem Fahrrad zu fahren oder zu Fuß zu gehen. Gleichzeitig sollen mit den eingenommenen Gebühren soziale Angebote wie unser Dresdner Sozialticket erhalten werden. Wir wollen das Angebot der DVB verbessern. Wir wollen das Liniennetz erweitern und auf den hoch ausgelasteten Strecken noch häufiger fahren als heute schon. Kollege Wirth sagt nachher sicher wieder, dass wir uns entscheiden müssen, ob wir Verkehr verlagern wollen oder ob wir Gebühren einnehmen wollen. Denn wenn niemand mehr parkt, gibt es natürlich keine Einnahmen. Das ist richtig. Aber das ist leider nicht zu erwarten, denn es wird ein länger andauernder Prozess sein, in dem noch mehr Menschen ihr Mobilitätsverhalten ändern. Ich bin nicht glücklich darüber, dass wir mit dem Gebührenmodell, das nun zur Abstimmung vorliegt, die im Haushaltskompromiss getroffene Vereinbarung spätestens 2023 verfehlen werden. Meine Fraktion, Bündnis 90 Die Grünen, hätte vor allem aus mobilitätspolitischer Sicht ganz klar auch die ursprüngliche Verwaltungsvorlage mitgetragen. Auch das einfache Modell, das im letzten Jahr in Leipzig beschlossen wurde, 2 Zonen, Innenstadt 3 Euro pro Stunde, restliches Stadtgebiet 1 Euro, das hätten wir uns als ebenbürtige Großstadt auch vorstellen können. Man sieht diesem Kompromiss an, dass wir Bündnisgrüne zwar die größte Fraktion sein mögen, gut 20%, aber leider keine Mehrheit für eine entschiedene Politik für die dringend notwendige Verkehrswende ergeben. Das sage ich all denen, die so wie wir für Verkehrswende und gegen den Klimawandel eintreten, die enttäuscht sind und den Beschluss als nicht weitgehend genug empfinden. Aber ohne diesen Kompromiss gäbe es überhaupt gar keine Gebührenerhöhung. Es gäbe keine Verbesserungen für die Elektromobilität, für das Carsharing
Und die Forderungen des Stadtbezirksbeirats Neustadt nach höheren Gebühren im Stadtteil wären überhaupt nicht berücksichtigt. Deshalb stehe ich zu diesem Kompromiss. Ich glaube, dass wir zuletzt gestern bei der Erarbeitung des federführenden Ausschussberichts sehr gut zusammengearbeitet haben mit den Fraktionen, die an dem Kompromiss beteiligt sind. Jede Fraktion bis hin zur FDP hat ihre Punkte einbringen können und wir zeigen, dass wir gemeinsam verantwortungsvoll für unsere Stadt arbeiten. Vielen herzlichen Dank dafür. Vielen Dank, Frau Krause. Nächstes für die CDU-Fraktion, Herr Böhm. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Kompromiss ist ein Kompromiss und hinter vieles, was in der dauergrünen Show heute zu hören ist, gerade beim Thema Parkgebühren, können wir uns natürlich nicht dahinter stellen. Das muss ich ja klar sagen. Die Intention, die wir haben, ist ein Stück weit eine andere. Aber da hat Frau Krause natürlich recht. Nach 16 Jahren ist es dann doch an der Zeit, mal über Erhöhung von Parkgebühren nachzudenken. Und der Zeitpunkt, mein lieber Thorsten Nitsche, ist immer falsch. Ist immer falsch. Egal, wann wir ihn wählen, es wird immer Gründe geben, warum wir es nicht tun sollen. Und ich glaube, die Herangehensweise, weil wir weniger erwarten an Einnahmen in verschiedensten Stellen dieser Stadt, dass wir dann noch weniger einnehmen, ich glaube, das führt auch nicht zu einer Haushaltssolidität. Jetzt aber zum Thema. Wie gesagt, nach 16 Jahren steht heute eine Erhöhung der Parkgebühren auf der Tagesordnung. Es ist nicht unser vornehmster Wunsch, aber haushaltspolitische Zwänge führen uns eben auch in diesen Kompromiss. Bereits seit Jahren waren in Doppelhaushalten erhöhte Einnahmen aus der Parkbewirtschaftung geplant worden, jedoch kam es nie zu Satzungsbeschlüssen. Und da gucke ich mal zur RGR, die ja viele Jahre hier die Gestaltungsmehrheit hatte. Der vom Oberbürgermeister zunächst eingebrachte Haushaltsentwurf sah ganz erhebliche Erhöhungen der Einnahmen aus der Parkbewirtschaftung vor. Da gab es dann kein Tagesticket mehr. Und ich glaube, es war fast eine Verdreifachung der Gebühren. Wir hatten dazu von vornherein gesagt, dass ein Wegfall von Tagestickets und derartig drastische Erhöhungen mit uns nicht machbar sind. Ein Änderungsantrag vom OB sah dann ein Stufenmodell vor. Dieses haben wir aufgrund der immer noch ganz erheblichen Erhöhungen, insbesondere in der letzten Stufe, ebenfalls abgelehnt. Mit Ausnahme der FDP haben sich nun alle haushaltstragenden Fraktionen nach langwierigen und sehr schwierigen Verhandlungen auf einen Kompromiss geeinigt, welcher aus unserer Sicht ausgewogen ist. Und liebe Frau Krause, es ist auch nicht so, dass der Kollege Zastrow gestern wesentliche Punkte aus seinem Antrag einbringen konnte. Ich glaube, er hat sich nicht so richtig wiedergefunden. Und selbst das, was an zusätzlichen Punkten war, nämlich dass man diese ganze Parkrahmenkonzeption in der Innenstadt nochmal betrachtet, dafür fand sich keine Mehrheit. Ich bedauere es, dass er das heute nicht nochmal gebracht hat, aber so ist es. Wir als CDU-Fraktion haben uns bei diesem Kompromiss insbesondere für den Erhalt eines bezahlbaren Tagestickets und für Wegfall von Parkgebühren an Sonn- und Feiertagen sowie für Gebührenermäßigungen für Pflegedienste, Handwerker und Fahrzeuge mit modernen Antriebssystemen eingesetzt. Aus unserer Sicht ergab sich ein vertretbarer Kompromiss, dem wir zustimmen werden. Und gerade das Thema Parkerleichterung für Handwerker, für Pflegedienste etc. haben wir, die Freien Wähler, die FDP und wer immer das war in den letzten Jahren, zigfach versucht einzubringen. Und wir sind immer wieder an der Verwaltung gescheitert. Jetzt beschließen wir das. Da danke ich an der Stelle auch den Kollegen, die da am Kompromiss mitgearbeitet haben, von den anderen Fraktionen. Vielleicht kriegen wir diesmal da einen Knopf dran gebunden. Nun haben wir bei den Diskussionen zum Kaufpark Nickern sehr deutlich die Hilferufe des City Managements und der Innenstadthändler aufgrund der Corona-Krise gehört. Um nach Corona das Leben und den Handel wieder anzuschieben, können mehr Aufenthaltsqualität in der Innenstadt
besondere Kunst- und Kulturveranstaltungen, wie letztes Jahr beispielsweise die Kulturinseln oder mehr verkaufsoffene Sonntage helfen. Der Oberbürgermeister ist ja leider nicht da. Vielleicht könnt ihr diese Anregung ja mitnehmen. Wie gesagt, bei diesen Punkten erwarten wir auch dringend Vorschläge vom OB. Das Thema Parkgebühren spielt jedoch auch eine Rolle für die Attraktivität der Innenstadt. Wir haben gestern deshalb Abend im Bauausschuss mit breiter Mehrheit beschlossen, dass die Parkgebührenerhöhung in der Innenstadt über den Sommer bis Ende Oktober ausgesetzt wird. Wenngleich wir uns eine Aussetzung bis Ende des Jahres gewünscht hätten, setzt der nun gefundene Kompromiss ein deutliches Zeichen, dass wir die Sorgen und Nöte der Händler verstanden haben. Und es ist so, wir hoffen schon, dass alsbald Läden wieder öffnen können und dass wir mit unserem Aussetzen der Parkgebühren gerade in den Sommermonaten einen wesentlichen Impuls setzen können für den Handel. Den Antrag der Freien Wähler lehnen wir ab und die zustimmungsfähigen Punkte im Antrag der FDP-Fraktion sind im gestrigen Beschluss enthalten. Danke. Vielen Dank. Als nächstes Herr Lapsinski. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Heute möchten die haushaltstragenden Fraktionen die Parkgebühren für die Dresdner Bürger fast verdoppeln. Begründet wird dieser Schritt damit, dass seit 2006 keine Erhöhung mehr stattgefunden habe und deshalb eine Anpassung erforderlich sei. Dies entspricht zwar der Wahrheit, aber die Erhöhung spiegelt keineswegs die Lebenswirklichkeit der Dresdner Bürger wider. Seit 2006 sind die Löhne der Dresdner um gerade mal 36% gestiegen. Nachdem bereits in den letzten Monaten nahezu alle städtischen Gebühren erhöht wurden, möchte man jetzt auch noch die Parkgebühren verdoppeln und die Dresdner Bürger und auch seine Besucher beim Parken weiter schröpfen und Fantasien wie beispielsweise die fragwürdige Zwischennutzung der Robotronenkantine von CDU, Grünen, Linken, SPD und FDP mitfinanzieren zu können. Angeblich soll mit dieser Erhöhung der zu hohe Parkdruck in der Innenstadt verringert werden, so die Argumentation der Stadtverwaltung. Ich begrüße es, dass die Stadtverwaltung anerkennt, dass wir in der Innenstadt ein Parkproblem haben. Ich begrüße es auch, dass sich die Stadtverwaltung auf marktwirtschaftliche Grundsätze besinnt, also Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Selbst das scheint ja in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr zu sein. Wenn die Stadt aber jahrelang durch künstliche Verknappung das Parkplatzangebot verringert hat, ist es kein Wunder, dass der hohen Nachfrage kein entsprechendes Angebot mehr gegenübergestellt werden kann. Wenn die Stadt dann auch noch glaubt, die Parkplätze selbst seien der Markt, die Besucher der Innenstadt parken also um des Parkens willen, ist das ein gewaltiger Trugschluss. Denn der eigentliche Markt sind die innenstädtischen Gewerbe oder etwa nicht. Würden wir das von der Stadtverwaltung benannte Ziel, den Parkdruck in der Innenstadt zu verringern, tatsächlich realisieren wollen, führt das automatisch zu einer Verringerung des Besucherverkehrs in der Innenstadt mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Gewerbe. Wenn sich also gerade die Vertreter der Grünen Fraktion seit neuestem Jahr besonders hingebungsvoll um die Gewerbetreibenden der Innenstadt sorgen, und Möglichkeiten zur Verbesserung von deren Situation suchen. Eine Verringerung der Parkgebühren wäre eine maßgebende Stellschraube für die Attraktivität unserer Innenstadt. Vielleicht, Herr Löser, sollten Sie, wenn Sie die Erhöhung der Parkgebühren heute beschlossen wird, gerade deshalb auch dem neuen Kaufpark Nickern zustimmen. Denn da hätten Sie zumindest einen Sündenbock für die Folgen Ihrer Politik, wenn die Gewerbetreibenden in der Innenstadt immer weiter aussterben. Wie wichtig den haushaltstragenden Fraktionen die Attraktivität unserer Innenstadt tatsächlich ist, erkennt man, wenn man sich den Weg anschaut, wie die heute hier vorgeschlagene Gebührenerhöhung hergeleitet wurde. Hier erkennt man ziemlich schnell, dass die Argumentation, man wolle mit dieser Erhöhung den ÖPNV-Anteil steigern und den Parkdruck in der Innenstadt verringern, nur vorgeschoben ist. Bei der Berechnung der neuen Parkgebühren hat man sich aus Sicht des beschlossenen Haushalts genähert. Man hat geschaut, welche Gebühren sind erforderlich, um die im Haushalt veranschlagten Einnahmen von 15 Millionen pro Jahr auch tatsächlich zu erreichen. Bei dieser Berechnung hat man an keiner Stelle daran gedacht, dass sich das bisherige Verhalten der Besucher der Dresdner Innenstadt in irgendeiner Form verändern würde. Offensichtlich glaubt man selbst nicht an die verkehrsregulatorischen Auswirkungen dieser Erhöhung. Im Gegenteil, man hofft sogar, dass die Anzahl der Besucher, die mit dem Auto unserer Innenstadt kommen, gleich bleibt. Denn nur so wäre es möglich, sich selbst im Haushalt vorgegebenen Einnahmen in den kommenden 2 Jahren überhaupt zu erreichen. Aber genau das wird nicht passieren. Diejenigen, die auf das Auto angewiesen sind, werden also ein weiteres Mal zur Melkkuh unserer Stadt
und müssen für die Fantasieprojekte der neuen Nationalen Front herhalten. Besonders spannend finde ich heute aber das Verhalten der FDP. Das ist an Scheinheiligkeit nicht mehr zu überbieten. Einerseits unterstützt Herr Zastrow gemeinsam mit den haushaltstragenden Fraktionen den beschlossenen Haushaltsentwurf, der explizit diese deutliche Erhöhung der Parkgebühren beinhaltete. Andererseits möchte er heute von seinem eigenen Beschluss nichts mehr wissen. Man hat dann plötzlich über Nacht vergessen, dass man diese Parkgebührenerhöhung in genau dieser Form im Dezember mitbeschlossen und unterstützt hat. Jetzt geht man mit Plakaten und Petitionen gegen seine eigene Politik und seine eigenen Beschlüsse vor. Besser lässt sich die innere Zerrissenheit und Orientierungslosigkeit einer Fraktion nicht illustrieren. Wir als AfD-Fraktion sind der Meinung, dass Schlagworte wie Verringerung des Parkdrucks oder Erhöhung des ÖPNV-Anteils in der derzeitigen Situation der Dresdner Wirtschaft, für die Dresdner Wirtschaft die falsche Prioritätensetzung ist. Die Schlagwörter müssten stattdessen lauten Erhöhung der innerstädtischen Attraktivität und Förderung der heimischen Wirtschaft. Diese Vorlage hier bewirkt genau das Gegenteil. Deshalb werden wir diese Vorlage und alle Verschlimmbesserungen der haushaltstragenden Fraktion ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank. In der Fraktionsreihenfolge Die Linke, Herr Wertz, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, mit Parkgebühren, das ist wie Staubwischen, das macht keiner gerne, aber irgendwann muss es gemacht werden, muss man sich damit beschäftigen. Es ist schon richtig gesagt worden, die DVB-Preise sind in 15 Jahren regelmäßig gestiegen, 30% insgesamt, mehr sogar, und die Parkgebühren sind in der Zeit stabil geblieben. Da ist schon mal ein Inflationsausgleich fällig. Und die Frage ist, wie weit man das treibt. Denn es gibt im Prinzip ja zwei Extreme. Die einen sagen, diese Erhöhung geht mir nicht weit genug, wir stellen uns noch viel mehr vor. Und die anderen sagen, sehr verkehrspopulistisch, und Gebührenerhöhungen sind nie schön. Ja, damit gewinnt man nie Sympathien. Es ist viel zu viel und hofft aber wahrscheinlich dann doch, dass es heimlich durchgeht, damit man sich an den finanziellen Ergebnissen beteiligen kann. Uns als Linken ist wichtig gewesen, eine maßvolle Erhöhung im Prinzip mitzutragen, die die Akzeptanz für Parkgebühren nicht völlig zerstört. Wir machen uns darüber Sorgen, dass die Gebührenschraube aus ökologischen Gründen zu einer Art Grüngentrifizierung führt. Dass nämlich die einen ihr Verhalten ändern müssen, und zwar anhand der Leistungsfähigkeit oder Nichtleistungsfähigkeit ihrer Geldbörse, während die anderen so weitermachen wie zuvor und sich einfach finanziell loskaufen. Und das ist eine soziale Ungerechtigkeit, der wir entgegenwirken wollen. Wir haben schon im November einen Vorschlag gemacht, der sehr nah an dem dran ist, der jetzt hier auf dem Tisch liegt. Es wird eine Tageskarte weiterhin im Stadtzentrum geben. Es wird in der Zone 2 insbesondere Sonntagsgebührenfreiheit geben, damit im Prinzip Familienbesuche nicht auch in, wie man sagen, Parkzeiten, wo in der Zone 2 jetzt nicht so viel los ist, im Prinzip gebührenpflichtig werden. Und andere Dinge haben wir durchaus auch eingesehen, dass sie mitgemacht werden müssen. Zum Beispiel auch die äußere Neustadt ist par excellence mit in die Zone 1 zu nehmen, weil gerade dort der Parkdruck am höchsten ist. Und dort kollidiert gerade auch der Besucherparkverkehr mit dem ausgeprägten Anwohnerverkehr. Die Neustadt ist zwar eine der Kfz-ärmsten pro Kopf der Bevölkerung Stadtteile in Dresden, aber durch die Gründerzeitstruktur gibt es ja wenige Parkplätze. Und hier ist natürlich auch ein Ärgernis, dass dann in den Hauptgaststättenzeiten, Hauptbesuchszeiten und Hauptgeschäftszeiten in Neustadt überhaupt keine Parkplätze mehr da sind, auch nicht für Geld. Und dort ein Haufen Parksuchverkehr erzeugt wird. Und das ist dann auch das Signal, fahrt bitte in die Parkhäuser rein, kurft nicht durch die Neustadt, und wenn ihr es tut, dann müsst ihr dafür bezahlen. Betrifft die Anwohner nicht, weil die häufig über eine Anwohnerparkkarte verfügen, die dann auch nicht an der Bezahlsäule im Prinzip bezahlt wird, sondern pauschal. Insofern ist das auch für die Anwohner in Ordnung und für sie auch vorteilhaft. Darüber hinaus hat auch der Stadtbezirksbeirat Neustadt sich ja ausdrücklich dafür ausgesprochen, dass die Antonstadt eben in die Zone 1 aus diesen Gründen angeordnet wird. Also hier überhaupt kein Grund, etwas zu ändern. Wenn gesagt wird, dass die Verkehrswende mit dem finanziellen Hebel
erzielt werden soll, dann sage ich, das ist ein Trugschluss. Das kostet die Akzeptanz der Verkehrswende und ich erreiche die Verkehrswende nicht dadurch, dass ich ein altes Verkehrssystem teurer mache, sondern indem ich ein neues, attraktives Verkehrssystem installiere und errichte. Da fehlt es nach wie vor an den entsprechenden ÖPNV-Angeboten, da fehlt es an der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes. Da sind wir im Prinzip in der Bringeschuld als Stadt und dort müssen wir Tempo zulegen. Das ist ganz klar. Mein Stadtbahnprojekt 2020 ist inzwischen verjährt und bisher fährt auf dem Zeichenweg noch keine Straßenbahn. Da sieht man also auch, dass wir im Prinzip in der Bringepflicht sind. Ich denke, die Gebührenerhöhung, die wir heute beschließen, die sind, wie gesagt, von beiden Seiten so umstritten, dass sie von einer verantwortungsvollen Mitte im Prinzip vertreten werden können. Sie tun niemandem über Gebühr weh und sind angemessen. Insofern werden wir dem zustimmen und denken, dass wir damit auch gut leben können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wirz. Für die SPD-Fraktion, Herr Engel, bitte. Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, bei so einem Thema wie Parkgebühren, da ist Kompromissfähigkeit gefragt und ein Stück weit auch wahrscheinlich sehr, sehr viel Verhandlungslust. Das haben tatsächlich die beteiligten Fraktionen hier auch an den Tag gelegt und ich muss auch durchaus zugeben, natürlich sind auch in dieser Beschlussempfehlung jetzt nicht durchweg nur Dinge drin, die unsere Fraktion gut findet. Ich glaube, da gibt es bei jeder Fraktion sicherlich die ein oder anderen Punkte, wo man sagt, na, wenn es nach unserer Lesart gehen würde, würden wir das eigentlich so nicht machen. Aber gut, das gehört nun mal zur politischen Mehrheitsfindung auch dazu. Und da gehört eben auch dazu, dass man dann zum Beispiel auch guckt, okay, was gibt es denn so für politische Initiativen? Wie wird dann auch zum Beispiel das Thema in den Stadtbezirksbeiräten gesehen? Und wenn dann zum Beispiel ein Stadtbezirksbeirat Neustadt Anfang November, glaube ich 2.11. bei, glaube ich, 13 Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme sagt, ja, wir können uns das mit der Zone 1 da vorstellen in der äußeren Neustadt, okay, dann greifen wir diese Initiative halt auf und nehmen sie hier in einen entsprechenden Kompromiss auch mit. Aus Sicht unserer Fraktion waren drei Punkte bei der Parkgebührenverordnung zentral. Erster Punkt, wir wollten die Verordnung nicht nur einfach in ihren Preisen anpassen, sondern wir wollten auch gucken, was können wir denn eigentlich für Elemente finden, um die Verordnung auch zu modernisieren. Und da war uns tatsächlich als Fraktion das Thema Carsharing sehr, sehr wichtig. Nochmal zu gucken, wie können wir denn die neuen Möglichkeiten, die es von Bundesebene auch gibt, Carsharing tatsächlich auch zu priorisieren, da die Angebote flexibler zu gestalten, dass man auch Carsharing-Fahrzeuge im öffentlichen Straßenraum auch einfach abstellen kann und der Nächste sie sich dann dort wieder ausleihen kann. Wie können wir die wirklich nutzen? Und da haben wir tatsächlich jetzt hier einen Anker gesetzt. Da muss der Ausschuss dann noch ein bisschen nacharbeiten. Leisten, aber aus unserer Sicht ist das eine sehr, sehr gute Variante, um auch die Alternativen zum eigenen Auto zu führen, um nicht einfach nur die Preisschraube hochzudrehen, sondern auch Angebote zu machen, um wirklich die Verkehrswende an dem Punkt auch zu gestalten. Unserer Fraktion war zum Zweiten sehr wichtig, im Innenstadtbereich auch ein Tagesticket zu erhalten, weil es aus unserer Sicht durchaus auch Anlässe gibt, wo das sinnvoll sein kann. Ein dritter Punkt, der für uns ebenso wichtig war, war die Angleichung der Parktickets an die ÖPNV-Preise. Und ja, es gibt da ja durchaus Kritik, dass man sich da hätte mehr wünschen können, aber man muss halt auch mal anerkennen, 2,40 € pro Stunde im Innenstadtbereich, in Zone 1, steht jetzt gegenüber einem Preis von 2,25 € bei einer Einzelfahrt über die Viererkarte. Das ist schon ein Stück verkehrspolitische Angleichung. Das muss man, glaube ich, auch mal anerkennen. Und beim Tagesticket wird es noch deutlicher. Familientageskarte 10 €, Tagesticket 12 € in Zone 1. Das ist durchaus mal ein Fingerzeig. Da müssen wir natürlich gucken, wie sich das Verhältnis auch in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Natürlich, so ein Kompromiss zieht immer Kritik auf sich, insbesondere wenn es um das Thema Parkgebühren geht. Aber ich glaube, da lohnt auch mal ein Blick über den Tellerrand. Wir bewegen uns hier auf einem Gebührenniveau, was immer noch unter dem von Nürnberg, unter dem von Düsseldorf, unter dem von Stuttgart und unter dem von Hannover auch liegt. Und das bei teilweise deutlich umfassenderen Zone 1 abmaßen. Also das muss man tatsächlich auch im Blick behalten. Und wir haben gestern im Ausschuss ja durchaus auch zugehört und haben auch wahrgenommen, es gibt Kritik auch von
seitens zum Beispiel des City-Managements am Thema Parkgebühren und haben gesagt, okay, wir sagen, ja, ein paar hunderttausend Euro ist es uns nochmal wert, dort dieses Signal zu setzen und zu sagen, okay, lasst uns das dort in Zone 1 im Altstadtbereich auf den 1.11. verschieben. Das haben wir jetzt hier auch mit verankert. Dementsprechend halten wir diesen Gesamtkompromiss für gelungen und würden uns freuen, wenn der heute hier auch eine Mehrheit findet. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Zasso. Na, das war doch schon mal ganz interessant zum Start der Debatte. Frau Krause, ich schätze Sie ja sehr, weil Sie so erfrischend ehrlich sind. Und die Dinge klar beim Namen benennen, darauf kommen wir dann gleich noch. Sie müssen aber vorsichtig sein, auch andere Redner, was Sie vergleichen, weil das waren ja permanent Äpfel und Birnen. Und zwar die ganze Zeit, immer und immer wieder. Ja, 2006, was war 2006? Da war noch was ganz anderes. Da hatten wir gerade mit den Resten der Auswirkung der Vogelgrippe H5N1 zu kämpfen. Die waberte ja mehrere Jahre durchs Land, auch noch 2006. Da hatten wir damals, wenn ich erinnern darf, 450 Todesopfer weltweit. Null in Deutschland. Wir haben am heutigen Tage 75.484 Todesopfer durch Covid in Deutschland. Es ist ganz anders. Wir leben in anderen Zeiten. Und Politik muss auf diese Zeiten reagieren können, Frau Krause. Ich kann nicht einfach nur skalieren und sagen, damals war es so, ein paar Prozente drauf, heute ist es so. Nein, ich muss doch die Realitäten wahrnehmen. Und die Realitäten sind jetzt ganz anders als im Dezember. Ich hätte mir nie im Dezember vorstellen können, dass ich heute immer noch zu habe. Dass ich bisher immer noch nicht weiß, wann ich wieder aufmachen kann. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass die paar Hilfen, die gekommen sind, jetzt gerade erst vor 2 Wochen gekommen sind übrigens. Das hätte ich mir nicht vorstellen können. Es ist aber so. Und wir müssen doch die Kraft haben als bürgernaher Stadtrat. Und das unterscheidet uns ja von Frau Merkel und Herrn Kretschmer. Als bürgernahes Gremium dann noch darauf reagieren zu können, meine Damen und Herren. Und da ist die Brücke, die ich gestern im Ausschuss gebaut habe, aus meiner Sicht ziemlich gut. Und über die müssten Sie eigentlich gehen können, wenn Sie wirklich sagen, Sie sind bei den Menschen und Sie sind doch bei den Unternehmen hier in dieser Stadt. Sie wollen das nicht? Okay. Wir hatten auch 2006 wegen der Vogelgrippe keine Pleitewelle. Jetzt haben wir sie. Jeden Tag können Sie es davon lesen. Niemand von uns weiß, wohin das führt. Und wir alle hoffen, dass Sie bei vielen Krisen Deutschland besser aus den Krisen rauskommt. Denkt mal an die Finanzkrise zurück, da ist das so gewesen. Aber wir wissen es nicht. Ich hätte mir nie vorstellen können, jemals mit Maske in so einem Gremium sitzen zu können. Nie. Wir wissen es nicht. Deswegen ist es doch so wichtig, dass wir über unseren Schatten springen und sagen, ja, der Haushalt ist doch kein Selbstzweck, bitte, Freunde. Das ist doch kein Selbstzweck. Der Haushalt ist für die Bürger da, für die Menschen, für unsere Unternehmen und genau für die, die am meisten von der Krise betroffen sind. Gastronomie, Kulturwirtschaft, Veranstaltungswirtschaft, Einzelhandel, Tourismuswirtschaft. Die brauchen jetzt Hoffnung. Die müssen wissen, dass wir an ihrer Seite sind. Was machen Sie? Einfach bumm, eine riesige Erhöhung rein. Und zwar sicher spätestens am 1.11. Und wenn Sie dummerweise Ihren Laden im Stadtteil haben, lieber Veit Böhm, das geht nämlich nie, dort erhöht es ja sofort. Und für die ist das genauso ein Problem. Oder in der Neustadt. Das kann man doch nicht machen. Wie soll das wirken? Das ist doch keine Politik, keine bürgernahe Politik. Was ist daran so schwer zu sagen, wir warten ab, bis es vorbei ist, dann treffen wir uns nochmal und dann entscheiden wir das neu. Wenn dann die halbe Innenstadt zugegangen ist, also von mir kriegen Sie definitiv den Antrag in den Stadtrat, dass wir die Parkgebühren abschaffen, hundertprozentig. Oder wollen Sie da zugucken? Und jede Studie des Einzelhandelsverbandes, des Citymanagements oder der DEHOGA, das nennen immer wieder, schon vor Corona, die Parkgebühren als ein Hauptpunkt, was die Attraktivität, nicht bloß der Innenstadt oder sowas betrifft. Ich verstehe das nicht, warum Sie das so machen. Im Übrigen, liebe Kollegen, das sind Erhöhungen von 100% an ganz vielen Punkten. Und wir kommen damit auf das Niveau von München. Ich hätte gerne Umsätze wie in München. Ich hätte gerne Löhne wie in München. Parkgebühren wie in München haben wir aber. Das trauen wir Dresden zu. Das ist eine Politik. Also meine Politik ist das nicht. Und das tut mir leid, aber dass all die grünen Besserverdiener, die ein SUV unter ihrem Carport geparkt haben und weil sie ein schlechtes Gewissen haben, dann sie wählen. Ich habe einen Pickup, das ist ein LKW. Dass die sich das leisten können, ist mir klar. Aber
dass Sie, liebe Kollegen von Linken, wirklich der Meinung sind, dass man, wenn man 3 Stunden in der Stadt ist, 7,20 Euro auf einem öffentlichen Parkplatz bezahlen kann. Das ist wenig, das ist sozial gerecht. Nichts daran ist sozial, Herr Wirtz, das wissen Sie ganz genau. So, die nächste Äpfel- und Birnenvergleich ist DVB-Parkticket. Was für ein Blödsinn. Hochsubventioniert. Ich liebe die DVB. Super Unternehmen. Hochsubventioniert. Demnächst kriegen die noch mehr Millionen von uns oder von den technischen Werken. Der Autofahrer subventioniert ganz gewiss nicht. Das können Sie nicht vergleichen. Die zahlen Steuern und von den Steuern übrigens in den Topf bezahlen wir viele, viele andere Maßnahmen des Staatshaushaltes auch. Der Autofahrer ist die Melkkuh, nichts anderes. So. Warum habe ich dem Haushaltskompromiss, lieber Thomas Laczynski, zugestimmt? Ja, nicht diesem Programm, sondern wir haben gesagt, wir setzen uns zusammen, wir machen eine moderate Erhöhung mit und wir suchen den richtigen Weg nach Einnahmen. Hätte ich gerne gemacht, wenn man dem Parkplatzentwicklungskonzept zugestimmt hätte, was nicht gemacht wurde, hat der Veit Böhm richtig erkannt, dann hätte es eine Chance gegeben, weil ich kann noch mehr Einnahmen erzielen durch mehr Parkplätze. Und genau das ist das, was wir in unserem Konzept wollten. Das wurde mit uns von den 4 Fraktionen nicht diskutiert. Tut mir leid. Ein letzter Punkt bitte noch. Frau Krause ist ebenso herzerfrischend ehrlich. Und wenn Sie, liebe Kollegen von der CDU, jetzt noch nicht kapiert haben, wirklich, dann kann ich nie helfen. Eine der wirtschafts- und bürgerunfreundlichsten Entscheidungen in diesem Stadtrat machen Sie erst möglich. Das wird für alle Zeiten mit Ihnen nach Hause gehen. Und es geht überhaupt nicht um den Haushalt, sondern es geht worum? Um die Mobilitätswende, um nichts anderes. Ansonsten haben Sie jemals eine Träne auf dieser Seite gesehen, wenn in Dresden Parkplätze weggefallen sind? Jedem Parkplatz hätte man ja aus haushalterischer Sicht eine Träne hinterher weinen müssen. Aber es sind alle, viele, viele Hunderte weggefallen, überall in dieser Stadt. Aber sie wollen das so, weil sie uns umerziehen wollen, weil sie das Auto verteufeln, weil sie individuelle Mobilität verteufeln. Das ist doch der Punkt. Das kann eine CDU, das können Christdemokraten nicht mitmachen. Bei bestem Willen. Der Haushalt ist eh Makulatur. Der Nachtragshaushalt, lieber Kollege Lamers, der blinzelt doch schon überall. Herr Zastrow, kommen Sie bitte zum Ende. Überall, an allen Stellen werden wir nachjustieren müssen, weil Corona uns voll in die Partie fährt. Das ist einfach so. Gerade eben bei dem Betreuungsthema war es ja schon das erste Mal so. Deswegen geben Sie sich einen Ruck, machen Sie das nicht mit. Danke. Nächster Redner ist Herr Aschenbach. Das war schon mal lustig. Nee, so lustig kann ich nicht. Hallo, willkommen zu Parken, wie geil ist das denn? Teil 1 von X, hier Parkgebühren. Geil, 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 heute wird geparkt. Gleich 6 Punkte unserer Tagesordnung drehen sich ums Parken. 2 hat die CDU jetzt zurückgezogen. Ich habe mit Parken ja ausschließlich schlechte Erfahrungen gemacht und kann es wirklich niemandem empfehlen. Schon gewusst, dass 40% der Unfälle beim Parken passieren. Der Quatsch ist also gefährlich. Überhaupt, da kauft man sich für durchschnittlich 36.200 Euro ein durchschnittlich 1.400 Kilo schweren Metallklumpen mit durchschnittlich 127,8 PS und anstatt frei wie der Wind im Sonnenuntergang der Küstenstraße entlang zu brausen, parken wir zu 95%. Und die restlichen 5% gräbeln wir vertrieft und angepisst durch den Berufsverkehr. 10 von 60 Minuten am Tag auf der Suche nach einem Parkplatz. 30% des Stadtverkehrs ist Parkplatzsuchverkehr. Für 40 Milliarden Euro im Jahr, das sind 896 Euro pro Fahrer, suchen wir zu 66% gestresst Parkplätze und die Hälfte macht das auch noch falsch. Weswegen sich 20% dann zanken. Für 43% der Deutschen ist die schlimmste Sünde das Belegen von 2 Parkplätzen. Merke, wer parkt, nimmt anderen die Parkplätze weg. Asozial ist der Unfug also auch noch. Und haben wir einen dieser heiß begehrten Parkplätze, oder wie manche es liebevoll nennen, zur reinen Abstellfläche für parkende Kfz degenerierter öffentlicher Raum gefunden,
Genießen wir diesen Umstand nicht in unserem gemütlichen, besesselten, rollenden Reisesalon, sondern machen was ganz anderes. Die Karre steht dabei nur anderen im Weg rum. Und zwar nicht nur anderen Parkern, sondern einfach allem und jedem. Auf einen Parkplatz passen immerhin ein Baum, eine Bank, zwei Fahrräder und, Vorsicht, die machen Schmutz, mehrere Menschen. Parken ist das unerwünschte Abfallprodukt des Autos. Parken ist sowas wie Atommüll. Erst ist geil, aber die meiste Zeit nervt der Müll. Kurzum, Parken ist scheiße. So scheiße, dass eigentlich niemand gerne parkt. Damit Parken noch weniger Spaß macht und manche einer die ganze Nummer mit dem Auto vielleicht doch nochmal überdenkt, sollen die Parkgebühren angehoben werden. Wenn das auch noch Kohle in die Stadtkasse spült, dann ist Parken wenigstens nicht völlig sinnlos. Anmerkung zu linken Stadtrat Wirz, der erkennt in Parkgebührenerhöhungen gar grüne Gentrifizierung. Der Kampf gegen die Armut entscheidet sich scheinbar am Parkautomaten. Stellen Sie wir Sie uns nur vor, die harzenden Massen, die zum Shoppen in die Altstadt rollen, um sich dann nur die Nase an den Schaufenstern platt zu drücken, weil der Regelsatz fürs Parken draufgegangen ist. Alter, was? Und um darauf auch ganz kurz einzugehen, Herr Zastro hat laut eigener Aussage Benzin im Blut und sein Auto eine Seele. Sich über religiöse Spinner lustig zu machen, wäre unangebracht, wenn es nicht so lustig wäre. Sei es drum, mit 95 Oktan in den Venen wird bestimmt jede Fahrt zum spirituellen Marktbefreiungstrip. Ihr Auto würde FDP wählen. Abschließend sei angemerkt, dass Elektroautos nicht weniger nutzlos im Weg rumstehen als Verbrenner und ich daher gegen deren Befreiung bin. Daher beantrage ich für diesen Punkt Einzelabstimmung. Paragraph 4, 2 oder so. Danke. Ich habe zwei weitere Wortmeldungen, Frau Krause und Herrn Schmelich. Und dann Herrn Dr. Schulte-Wissermann. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin jetzt so oft angesprochen worden, dann fühle ich mich doch genötigt, mich noch mal zu äußern. Was ist eine attraktive Innenstadt? Wir haben, ja richtig, vor meinem geistigen Auge kommt Paris, es kommt London, es kommen die italienischen Städte. Was ist dort charakteristisch? Da gibt es Einkaufszonen, da gibt es Marktplätze, da gibt es Cafés, da gibt es Gastronomie auf den Straßen, da gibt es aber keine Autos. London hat eine Innenstadtmaut. Paris, gucken Sie sich an, was dort gerade passiert. Dort werden sechsspurige Straßen umgestaltet, fast autofrei. Die Leute fahren nach Paris, die Leute fahren nach London, die Leute fahren nach Italien. Das ist das eine. Das andere ist, wir wollen den Einzelhandel stärken, ganz klar. Wir wollen auch die Innenstadt stärken. Und da möchte ich Ihnen jetzt doch mal vor Augen führen. Ein Kunde, eine Kundin kommt in ein Geschäft und gibt dort Geld aus. Ist es relevant, ob die mit dem Auto gekommen sind, ob die mit der Straßenbahn gekommen sind, mit dem Fahrrad oder zu Fuß? Nein, es ist nicht relevant. Es ist relevant, dass Menschen einkaufen gehen, wenn man die Innenstadt beleben will, dass Menschen dort in die Kneipe gehen. Und es ist ganz einfach so, Gewerbetreibende neigen dazu, diese Zahlen falsch einzuschätzen. Es hat beispielsweise in London eine Erhebung gegeben, da gab es eine Umgestaltung einer Straße, es wurde autofrei, es wurde also zu einer Fußgängerzone, man konnte nicht mehr direkt vor den Geschäften parken. Die Gewerbetreibenden sind befragt worden vorher. Was erwarten Sie? Natürlich, so wie wir das hier auch kennen, großer Aufschrei, die Kunden kommen nicht mehr zu uns. Das Gegenteil ist aber der Fall. Nach einer solchen Umgestaltung haben die Geschäfte einen höheren Umsatz, weil man sich besser in so einer Straße bewegt, weil es einen nicht stört, dass immer jemand noch ein- und ausparkt. Man sitzt lieber auf der Straße, weil man sich gut unterhalten kann, weil man keinen Verkehrslärm nebenbei hat. Und es ist auch so, die Gewerbetreibenden unterschätzen, wie viele Leute nicht mit dem Auto kommen. Sie haben geschätzt, dass, glaube ich, um die 50% ihrer Kunden mit dem Auto kommen. In Wahrheit waren es aber deutlich weniger. Und das sind übrigens auch die Untersuchungen, die wir selbst machen. Es gibt das SRV in Dresden, eine wissenschaftliche Erhebung der TU Dresden über das Mobilitätsverhalten der Dresdnerinnen und Dresdner. Im Modal Split für Dresden sind 36% der Fahrten finden mit dem Auto statt. Das heißt also im Umkehrschluss 64% der Fahrten passieren auf andere Weise, nicht mit einem Kfz.
Und jetzt gibt es im SRV, weil das eine tiefgründige wissenschaftliche Untersuchung ist, sogar die Frage, wie bewegen Sie sich vorwärts, wenn Sie einkaufen gehen? Und dort sinkt der Anteil des Automobils noch einmal. Dort sind es nur noch 33%. Also bitte beschäftigen Sie sich mit den Fakten. Wenn wir die Innenstadt attraktiver machen wollen, dann müssen wir genau das machen, was wir in der Kreuzstraße gemacht haben. Wir müssen da Bäume hinmachen, wir müssen die Aufenthaltsqualität erhöhen und wir müssen dafür auch den Autoverkehr aus der Innenstadt raushalten. Und dann muss ich jetzt leider noch mal ein bisschen technischer werden. Ich habe festgestellt, dass in der Beschlussempfehlung aus dem gestrigen Bauausschuss leider ein Fehler unterlaufen ist. Der bezieht sich auf den Paragraphen 4. Jetzt funktioniert mein Mandatus gerade nicht. Ich kann das jetzt leider nicht aus dem Kopf referieren. Dort ist in Bezug aufs Elektromobilitätsgesetz nicht das übertragen worden, was wir gestern besprochen hatten. Und ich würde deswegen beantragen, diesen Punkt noch einmal anders zu fassen. So, und zwar wäre dann der Paragraph 2 Absatz 2 wie folgt. Das Parken von Fahrzeugen im Sinne des Paragraphen 2 des Gesetzes zur Bevorrechtigung der Verwendung elektrisch betriebener Fahrzeuge, Elektromobilitätsgesetz, beispielsweise mit Elektrohybrid- oder Wasserstoffantrieben, außerhalb gekennzeichneter Stellplätze vor Ladesäulen ist während der ersten 2 Stunden des Parkvorgangs gebührenfrei. Der Beginn des Parkens ist durch das Einlegen der Parkscheibe zu dokumentieren. Das haben wir gestern so beschlossen, steht aber leider so nicht in der Beschlussempfehlung, deswegen bringe ich das jetzt hier nochmal ein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Krause. Herr Schmelich, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Dresdner und Dresdner hier und vor den Bildschirmchen. Vor allen Dingen aber, sehr geehrter Herr Sastrow, also, dass Sie der Cheflobbyist für die motorisierte Innenstadtverstopfung sind, das weiß hier jeder. Das überrascht nicht. Dass Sie sich auf jedes Thema, welches populistisches Potenzial hat, aufstellen und aufspringen, auch das ist nichts Neues. Dass Sie jetzt aber die FDP auch zum Synonym für eine finanzpolitische Desasterpartei hier gerieren, das wundert mich schon. Als ich in meiner Haushaltsrede im Dezember auch in Ihre Richtung schauend gesagt habe, ich bin sehr gespannt, ob, wie üblich, sich die FDP, wenn es darum geht, nach dem A auch das B zu sagen, wieder in die Büsche schlägt, da ahnt ich schon, was hier passiert. Es ist ein unglaublicher Vorgang. Sie sind hier haushaltstragende Partei. Sie verhandeln und handeln den Beteiligten auch in der Vorbereitung dieses Beschlusses Kompromisse ab. Wir gehen in Bezug auf die von der Verwaltung kalkulierte Einnahmen herunter. Wir finden also Kompromisse. Wir verhandeln, nachdem er beschlossen ist, im Beisein der FDP sozusagen diese schwierigen Verhandlungen, die dort geführt wurden mit sehr unterschiedlichen Interessenslagen. Frau Krause hat dies ja auch dargestellt. Da sitzen Sie mit am Tisch. Schaffen wir es auch noch mal, bestimmte Kompromisse hinzubekommen und schlagen sich dann trotzdem danach in die Büsche. Es ist unglaublich, dass sogar gestern noch im federführenden Ausschuss auf Vorschläge der FDP, für mich übrigens völlig unverständlich, eingegangen wurde, die jetzt Einfluss gefunden haben in diesen Kompromiss. Und Sie legen heute trotzdem einen Änderungsantrag vor, deren Inhalt eigentlich ist, in den nächsten Jahren darf es keine Parkgebührenerhöhung geben. Weil nichts anderes heißt das nämlich, wenn ich fordere, dass die Exekution dieser Parkgebührenordnung auszusetzen ist, bis die Pandemie vorbei ist. Die Pandemie, die offizielle Pandemie, wird in 3, 4 Jahren vielleicht für beendet erklärt werden. Das wissen Sie genau. Das wissen Sie genau und schlagen sich im Grunde genommen einfach an dieser Stelle in die Büsche und behaupten, da bin ich bei Äpfel und Birnen.
und behaupten einfach so eins zu eins, behaupten, dass im Grunde genommen nur, wenn wir es schaffen, dass viele Autofahrer in die Stadt hineinkommen, dann könnten wir dem Einzelhandel und die Pandemiefolgen sozusagen besser in den Griff kriegen. Auch das ist ein Akt der Verantwortungslosigkeit. Einer der großen Betroffenen von der Pandemie ist unsere eigene DVB, die erhebliche höhere Verluste einfährt, übrigens auch von uns dann verlangt, dass höhere Subventionen notwendig werden. Sorgen wir doch gemeinsam dafür, dass die Menschen nach der Pandemie, wenn im Grunde genommen die Innenstädte auch wieder auf sind, eben mit unserer DVB in die Stadt kommen. Sorgen wir dafür, dass wir unseren öffentlichen Nahverkehr stärken. Das wäre mal eine patriotische Tat. Nein, für Sie sind die Autofahrer sehr viel wichtiger. Zumal es blödsinnig ist, dass sozusagen nur über diese Gruppe Innenstädte belebt werden können. Es ist unmöglich, wenn Sie selber in dem Haushalt dauernd nach bestimmten Hilfen für bestimmte Berufsgruppen fordern, aber immer dann, wenn es um die Finanzierung geht, sagen, da kümmern wir uns nicht drum. Deshalb kann ich Ihnen ganz klar sagen, das ist aus meiner Sicht personalisierte Politikverweigerung. Und ich kann Ihnen ganz klar sagen, wir werden die Punkte, die die FDP in diesen Haushalt hineinverhandelt haben, nicht einfach so durchwinken, weil Sie sind nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen und machen praktisch nur die Hand auf. Das ist keine seriöse Politik. Oder um es dann mit dem Vorsitzenden Ihrer Partei zu sagen, besser ohne die FDP einen Haushalt verabschieden, als mit der FDP und durch die FDP ihn dann wieder zerschießen zu lassen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Schmählich. Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal. Dankeschön. Ich kann auch mal ausnahmsweise was Sinnvolles. So. Ich hatte gehofft, dass ich jetzt vielleicht der letzte Redner bin, um mit einem Ausblick in die Zukunft sozusagen den Schritt zur Abstimmung gehen zu können. Aber ich sehe schon, Herr Wirz hat sich gemeldet, ist aber auch nicht schlimm. Ich wollte darauf hinweisen, dass natürlich die Verquickung zwischen Haushalt und Parkgebühren eine ausgesprochene unglückliche Hochzeit gewesen ist. Es ist jetzt nun mal so, aber eigentlich sind das zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Und ich wollte vielleicht nicht widersprechen, Frau Krause, aber ergänzen, dass natürlich in diesem Stadtrat, zumindest der Pirat und ich weiß ein paar andere auch, natürlich das Ziel haben, eine autofreie Innenstadt und eine autofreie Neustadt, jetzt nicht Schnappatmung kriegen, Herr Zastrow, in den nächsten Jahren anzugehen bzw. umzusetzen. Und ich möchte mal skizzieren, weil das viel zu wenig diskutiert wird, wie das definiert ist oder zumindest wie ich das definiere. Eine autofreie Neustadt, eine autofreie Innenstadt ist natürlich dann immer noch möglich, mit dem Auto zu den Parkhäusern zu fahren, weil die Parkhäuser sind ja da und ich kann mir gut vorstellen, das kann man denen nicht verbieten. So ist es auch in anderen Städten, wo das umgesetzt wurde. Und natürlich heißt es gibt kein öffentliches Parken mehr. Nicht mit einer Parkuhr, nicht mit irgendwie Geld bezahlen. Es gibt für mobilitätseingeschränkte Menschen zum Anliefern. Ein Umzug ist möglich, natürlich Polizei, Feuerwehr, über Taxis kann man reden. Aber sozusagen, es gibt dann keinen Parken mehr. So. Und was bedeutet das? Was bedeutet das? Anders als jetzt hier von vielen, vielen vorgetragen. Das bedeutet, dass wir den entstehenden Platz, der dann nicht mehr von stehenden Autos besetzt wird, an die Stadt, an die Menschen und, jetzt anschnallen, Herr Zastrow, an die Wirtschaft zurückgeben.
Denn was kann man auf Parkplätzen machen? Man kann auf Parkplätzen Stadtraumgestaltung machen. Man kann auf Parkplätzen Baum pflanzen. Man kann aber auch Gastrostühle drauf tun. Man kann einen schönen Straßenzug machen, dass die Touristen nicht einfach nur immer die eine Prager Straße hoch und runter gehen, sondern dass sie durch die ganze Innenstadt meandern. Es werden Cafés entstehen, es werden Ladengeschäfte entstehen. Es wird sozusagen, die Stadt wird aufblühen. Oder meinen Sie, dass so Städte wie Freiburg zum Beispiel, die eine Innenstadt autofrei haben, dass es denen schlecht geht? Oder Straßburg? Denen geht's super. Und genau deswegen, weil dort vor 30, 40 Jahren Autos durchgefahren sind und heute nicht mehr. Deswegen kommen die Leute dahin und sagen dann am Abend, ach, ist das schön, guck mal, man kann hier sitzen und es kommt kein Auto vorbei. Das ist zumindest mein Ziel. Und ich bin mir ziemlich sicher, da viele, viele, viele andere Städte, Frau Krause hat es schon angesprochen gehabt, diesen Weg auch gehen, diesen Weg sehr erfolgreich gehen, dass wir den auch bald in Dresden gehen können. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dr. Schulte-Wissemann. Ich habe im Moment drei Wortmeldungen noch. Herrn Maloney, Herrn Lommel und Herrn Wirz. Herr Maloney, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, die Damen und Herrschaften, die hier von den großen Metropolen der Welt reden, von der Belebung der Innenstadt, den dahin drin liegenden Geschäften. Ich frage mich, ob Sie schon mal dort waren, ob Sie mal gesehen haben, was Sie dort für Geschäfte in der Innenstadt haben. Dort haben Sie eher die hochpreisigen Sachen in den Malls. Ich glaube zum Beispiel die Geschäfte oder die Preislage, die Sie auf der, nehmen wir mal New York, Manhattan, die Preislage der Geschäfte, die Sie auf der Fifth Avenue zum Beispiel haben, die ist nicht so prall. Sie haben dafür diese ganzen Outlets weit vor der Stadt. Also ich sag mal, innere Altstadt wäre dann Fifth Avenue, draußen vor der Stadt Kaufpark Nigger. Und das ist ja das, was Sie gerade eben andersrum wollen. Von daher widersprechen Sie sich an der Stelle ein bisschen selbst. Jetzt kurz zum Herrn Schmählich. Verlässlichkeit in der Haushaltspolitik. Sehr guter Punkt, danke, dass Sie das angesprochen haben. Verlässlichkeit ist nämlich keine Einbahnstraße. Wenn hier mit massivem zeitlichen Druck an der Umsetzung der Parkgebührensatzung gearbeitet wird, während andere Stadtratsbeschlüsse liegen gelassen werden, von der Verwaltung ignoriert werden und erst auf massiven Druck und Nachfrage überhaupt bearbeitet werden, dann ist das Messen mit zweierlei Maß. Verlässlichkeit ist keine Einbahnstraße. Sie haben uns gedroht, dass Sie die Sachen, die Punkte, die von uns im Haushaltsbegleitbeschluss stehen, jetzt genau unter die Lupe nehmen wollen. Herr Schmählich, damit brauchen Sie gar nicht drohen. Ich erinnere an die Aussetzung der Gebührenpflicht für Veranstaltungswerbung, für Plakate. Haben Sie in allen Ausschüssen, alle haushaltstragenden Fraktionen hier, wie Sie jetzt sind, abgelehnt zuletzt im Wirtschaftsförderungsausschuss. Da hat mich der CDU-Fraktionsvorsitzende, der vertretungsweise für den wirtschaftspolitischen Sprecher sah, am Nachgang gefragt, wieso hatten der Steffen Karten überhaupt empfohlen, das Ding abzulehnen? Ich so, keine Ahnung, mal fragen. Im Haushaltsbegleitbeschluss steht es drin. Das ist gewesen, bevor wir überhaupt über die Parkgebühren geredet haben. So viel, Herr Schmählich, zum Thema Verlässlichkeit. Die neueste Entwicklung rund um den wichtigsten Punkt der Eventförderung mittels der Förderrichtlinie für Großveranstaltungen, auch da sehen wir, dass von dem, was wir ursprünglich vereinbart haben, jetzt massiv abgewichen wird. Dort werden wir nochmal nachjustieren müssen. Und nachjustieren, das ist der Bedarf, den wir auch bei den Parkgebühren sehen. Da haben wir viele Vorschläge eingebracht. Und da waren wir auch diskussionsbereit. Nur es wurde mit keinem Punkt darauf eingegangen, auf das, was wir gesagt haben. Der Holger Zastrow hat es schon richtig gesagt und andere Kollegen auch. Ihnen ist der Haushalt im Zusammenhang mit den Parkgebühren doch eigentlich scheißegal. Sie haben nach dem Haushaltsbeschluss von Ihrer eigenen Partei Druck bekommen, dass das, was drin stand, nein, die Grünen können einfach nicht die Parkgebührenerhöhung durchbringen, die sie groß angekündigt haben. Deswegen müssen wir dort jetzt Druck machen, deswegen müssen wir dort möglichst jetzt den Stadtrat überrollen und deswegen kommen Sie uns jetzt mit Drohung. Finde ich nicht die feine englische Art, fair ist es nicht und mit Verlässlichkeit und partnerschaftlicher Zusammenarbeit hat das gar nichts zu tun. Und deswegen werden und können wir diesen Beschluss, diese Vorlage, so wie sie jetzt da liegt, gerade in dieser Pandemiesituation, nicht durchwinken. Und ich appelliere auch nochmal an die Kollegen von der CDU, sich hier nochmal nachzudenken. Und wenn Sie zum Thema Haushalt und Finanzierung und Grundlagen und so weiter kommen, dann schauen Sie sich doch mal die Berechnungsgrundlage an. Da steht zum Beispiel drin, oder anders, da steht eben nicht drin, als Einnahmequelle die Parkraumbewirtschaftung im Stadtbezirk Blasewitz. Der Beigeordnete für Verkehr hat im Stadtbezirksbeirat Blasewitz damals gesagt,
Das muss jetzt hier so beschlossen werden. Der Stadtbezirksbeirat muss dem Ganzen zustimmen, weil es Bestandteil des Haushaltes ist. Im Haushalt selber, in der Berechnungsgrundlage, fehlt es aber. Deswegen denken Sie noch mal darüber nach, ob das alles so stimmt, was da drin steht. Und deswegen haben wir vorgeschlagen, wir diskutieren noch mal in Ruhe über, schauen Sie noch mal die Zahlen an. Im Übrigen zum Thema Corona, weil Sie es auch angesprochen haben. In der Allgemeinverfügung, die es momentan gibt, steht explizit drin, man soll den ÖPNV aktuell vermeiden. Das heißt, gerade jetzt in Corona-Zeiten ist der motorisierte Individualverkehr bezüglich Corona, bezüglich Infektion sicherer und deswegen auch von uns der Vorschlag zu sagen, wir können mit Erhöhung mitgehen, keine Frage, wenn die Situation mit Corona, wenn die pandemische Notlage beendet ist. Und ich bitte nochmal alle, darüber nachzudenken, ob Sie das, was Sie jetzt hier vorliegen haben, wirklich heute beschließen wollen. Und zwar, und nochmal darüber nachzudenken, ob das jetzt wirklich ein Haushalt, mit dem Haushalt im Zusammenhang steht oder ob es nicht einfach nur das Durchpeitschen und Durchprügeln von Ideologie und Umerziehung ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Herr Lommel. Herr erster Bürgermeister, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer am Livestream. Plus Minus hat am 28.10.2020 sich mit dem Thema Sterben der Innenstadt beschäftigt. Wie gesagt, 28.10.2020, 50.000 Geschäftsausgaben. Wir werden viel, viel mehr haben. Keiner hatte damals gedacht, was heute passiert. Die Gründe sind Onlinehandel auch. Das Thema ist auch Corona. Rezepte wurden angeboten, das ist Thema, 790 Millionen hat der Städtetag gefordert, um die Städte zu stabilisieren in der Innenstadt. Was macht Dresden? Dresden macht als Rezept Parkplatzerhöhung, in manchen Bereichen 400%, in manchen 500%, um eben Löcher zu stopfen. Es gibt aber auch andere Städte von der CDU. Also nicht diese CDU hier, die könnte das nie und nimmer, aber es gibt in Wiesbaden eine CDU, die hat einen Bürgermeister auch und die haben jetzt vor 2 Tagen die Parkgebühren gesenkt, steht in der Zeitung. Was sagt der Bürgermeister? Wir wollen haben, dass die Leute wieder shoppen gehen. Wir wollen unsere Innenstadt wieder kultivieren. Wir haben auch eine Analyse dazu gemacht und zwar Gesellschaft für Markt- und Absatzwirtschaft. Und wir haben da eine weitere Studie gemacht, Frau Krause kam ja auch mit Studien, das ist gut. Hier haben wir es auch wissenschaftlich versucht zu unterlegen. Zitat von dem Bürgermeister, ob uns das gefällt oder nicht, wir müssen akzeptieren, wie die Leute leben wollen und einkaufen. Und wenn wir das Gewerbe stärken wollen, dann müssen wir jetzt handeln. Finde ich gut. TU Darmstadt, auch das ist eine Forschung, die haben gesagt, 49% kommen mit den Autos, sind noch nicht umerzogen worden, muss mehr Druck noch ausgeübt werden, aber das ist nicht meine Partie. Ich möchte gerne weniger Druck haben, mehr Eigenverantwortlichkeit und ich glaube auch Umwelt passiert dadurch, dass die Wirtschaft umweltfreundlicher produziert und andere Produkte anbietet. Aber das ist eine ganz andere Sichtweise. Dresden lebt vom Tourismus. Die Touristen kommen mit dem Auto teilweise. Dresden lebt vom Umland. Mit was kommen die Leute aus dem Umland? Teilweise mit dem Auto. Dresden lebt davon, dass eingekauft wird. Wo kann man am besten einkaufen? Man tut es in den Kofferraum rein. Ja, also nicht in Handtasche oder so mit Wagen hinten gezogen. Nein, das ist nicht der Fall. Gewerbesteuer senken kennt man hier auch nicht. Andere Städte kennen das auch, um das anzuregen. Herr Dr. Lames hat vorhin erzählt, wie die Zahlen sind. Auf der einen Seite senken wir die Gewerbesteuer. Er konnte nicht genau sagen, wie viel, aber er wird zugeben, es ist weniger. Und auf der anderen Seite wollen wir dann mehr Parkplatzgebühreneinnahmen haben. Vielleicht könnten wir es auch anders machen. Weniger Belastung für alle, mehr Freude für alle, bessere Innenstadt. Aber gut. Die Stadt, gestern war der Höhepunkt im Bauausschuss, hieß so 3-4 Monate reicht es dann, damit dann vielleicht der Kaufdruck der Leute sozusagen wie ein Rausch kommt und alles ist wieder weg. Das gilt natürlich nur für die Wirtschaft. Der Staat nimmt sich in Sachsen 8 bis 10 Jahre, um diese Notsituation zu heilen. Aber unsere kleinen Mittelstand, die kriegen das in 3-4 Monaten hin.
Das ist eine Illusion. Die fällt es mir schon schwer zu glauben, das auszusprechen. Wie gesagt, dann kommt der Kompromiss gestern. Das war von der CDU und den Grünen sehr gut. Exakt ist, kommt die Parkplatzgebühr dann, wenn die Wahlen um sind. Also gut terminiert. Und das sollte man auch durchaus sagen, denn jeder weiß, in 4 Monaten ist es nicht möglich, für die Innenstadt wieder ins Laufen zu kommen. Wir sagen deswegen, wir müssen der Wirtschaft Vorrang geben, wir müssen sie wieder eine Chance geben. Eine Chance ist, dass das dazugehört, ob uns das gefällt oder nicht. Das ist die Botschaft, die am heutigen Abend hier rumgeht. Vielen Dank. Nächster Redner ist Herr Wertz, bitte sehr. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Zastrow, ich bin erstaunt. Ich habe heute das erste Mal hier am Rednerpult einen Liberalen erlebt, der 5 Minuten lang gejammert hat. Also ein Liberaler, der jammert. Hayek und Mises, die rotieren im Grab. Ich denke mal, klar, Corona hält uns zurzeit im Bann, das ist klar. Sind wir mal optimistisch? Liberale sind eigentlich optimistisch. Warum sind Sie nicht optimistisch? Ein halbes Jahr, ein Jahr, da läuft eine junge Generation an, die hat 2 Jahre Party nachzuholen. Freuen Sie sich drauf, machen Sie was draus. Seit wann sehen Sie eigentlich nicht die Chancen der Situation? Sobald wir geimpft sind, sobald die Pandemie besiegt ist, wird das funktionieren. Das muss man mal ganz klar sagen. Die Gesellschaften haben in der Geschichte schon andere Krisen überlebt und auch andere Seuchen. Und anschließend war es immer im Prinzip eine sehr schöne Zeit. Und das wird kommen. Aber mich wundert es ein bisschen, dass die Grünen im Prinzip so heute auf das Stadtambiente gegangen sind, auf die Einkaufskultur, auf die Aufenthaltsqualität. Aber Verkehrswende hat ja auch noch eine Bedeutung, was Klimawandel betrifft. Das haben Sie heute überhaupt nicht gesagt. Das wäre eigentlich Ihr Text gewesen. Und warum haben Sie eigentlich wirtschaftlich keine Angst vor dem Klimawandel? Corona vernichtet keine Produktionskapazitäten, keine Ressourcen. Es hält sie zurzeit auf, es blockiert sie zurzeit. Aber sobald die Blockaden gelöst sind, wird das wieder funktionieren. Es ist alles noch da. Und das wird sozusagen sich dann auch niederschlagen. Es wird einen großen Nachholeffekt geben. Und dadurch ist das kein Argument, jetzt auf die Gebührenerhöhung bei den Parkgebühren zu verzichten. Gerade da ist, das habe ich Ihnen gestern schon gesagt, Ihr Antrag auch ein Widerspruch in sich. Sie wollen jetzt, wo die Geschäfte geschlossen sind und die Pandemie sozusagen uns hier in Bann hält, wollen Sie senken. Aber es hat gar niemand offen. Der Handel hat gar nichts davon. Und anschließend, wenn dann es vorbei ist, wenn die Läden öffnen, dann soll es dann eingeführt werden. Dann können wir es auch gleich machen. Also zurzeit ist es so, dass es die Geschäfte gar nicht aufhält, wenn sie geschlossen sind. Diesen Widerspruch haben Sie von gestern zu heute nicht aufgehalten. Dann noch die Frage, Modal Split ist genannt worden, ist auch nicht unbedingt ein guter Benchmark für Mobilitätspolitik. Ich habe das schon mal im Prinzip scherzhaft bei Facebook gehabt, wenn also Grünens mit dem Umweltverbund bis London fahren im Winterurlaub und ich dann sozusagen als nicht ganz so umweltbewusster Mensch an den Fichtelberg Skilaufen mit meiner Familie im Auto, dann habe ich, das können Sie mal ausrechnen, weniger CO2 emittiert als jemand, der mit dem Zug fährt. Es ist natürlich immer noch die Frage, wie bewusst man mit einer bestimmten Ressource umgeht. Und Herr Aschenbach, genau. Wenn Sie Mobilitätspolitik mit der Preisschraube machen, dann beißt es zuerst die Hintern, für die 6 Euro viel Geld sind. Und das sind auch Menschen, die teilweise noch ein Auto haben. Und es ist immer der Tropfen, der letzte Euro, den man nicht bezahlen kann, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die aufs Auto angewiesen sind, die ein Auto haben und die im Prinzip dann als Erste ihr Auto abgeben. Sozial rollen sie auf diese Weise das Feld von der falschen Seite auf. Die dicken Karossen, die SUV, die Daimler, die BMWs, die fahren bis zuletzt mit den dicken Motoren. Das Erste, was verschwindet, sind die Kleinwagen der Prekären. Und das ist für uns als Linke der falsche Weg. Ein weiterer sozialer Aspekt, und da komme ich nochmal ganz bewusst auf die Parkgebührensatzung zurück, was uns als Linken noch besonders wichtig war, und das ist heute Abend auch noch nicht genannt worden, ist die Befreiung für Sozial- und Pflegedienste und Hebammen im mobilen Einsatz.
Weil es ist kein Argument, Parkgebühren zu nehmen von Personenkreisen, die unbedingt in ihrer täglichen Berufsausübung mobil sein müssen, die auch auf dem Auto angewiesen sind. Es ist für eine Pflegekraft, die so schon einen harten und stressigen Job hat, kein Angebot zu sagen, fahre doch mit dem Fahrrad, sondern die müssen mit ihren Kleinwagen, mit den Dingen, die sie brauchen, auch unter Zeitdruck von Prinzip Patient zu Patient fahren und dort im Prinzip ihre harte Arbeit verrichten. Und wir finden es auch nicht in Ordnung als Linke, dass der Staat, die Stadt und auch der Bund, der greift ja zunehmend auch bei den Parkgebühren Mehrwertsteuer ab, dass der sich quasi an Geldern bedient, die dann am Patienten fehlen. Das sind Gelder, die aus den Sozialkassen stammen, die aus Sozialbeiträgen stammen, und die sollen bitte vollständig für die Pflege aufgewendet werden und nicht dann sozusagen wieder für Parkgebühren abgeknappt werden. Deswegen haben wir uns auch stark gemacht, dass dieser Passus in diese Satzung kommt, und wir werden auch sozusagen mit der Verwaltung noch wahrscheinlich um diesen Passus kämpfen und halten das für wichtig, dass hier eine Lösung gefunden worden ist und auch noch gefunden wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wirz. Damit ist die Liste erschöpft, vermutlich nicht nur die Liste, und wir können in das Abstimmungsverfahren eintreten. Mir liegen neben dem federführenden Ausschussbericht insgesamt 4 Änderungs- bzw. Ergänzungsanträge vor. Ich würde zunächst den Änderungsantrag, den die Freien Wähler eingebracht haben, zur Abstimmung bringen, dann den Ergänzungsantrag FDP und dann den Änderungsantrag FDP, jeweils nach den entsprechenden Überschriften. Und dann eine kleine redaktionelle Änderung, die Frau Krause für die Grünen eingebracht hat, zum Paragraph 4 war es, Absatz 2? Genau. Und dann sehen wir, was von den Änderungen bleibt, und das nehmen wir dann in die Abstimmung mit dem federführenden Ausschussbericht mit rein. Ich sehe dazu keine anderen Meinungen, also beginnen wir. Ich rufe den Änderungsantrag der Fraktion Freie Wähler auf und bitte Sie ums Handzeichen, wenn Sie diesem Antrag zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dieser Änderungsantrag ist bei 8 Ja-Stimmen, 44 Nein-Stimmen und 12 Enthaltungen abgelehnt. Ich rufe dann den Ergänzungsantrag der FDP-Fraktion auf und bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie diesen die Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dieser ist bei 18 Ja-Stimmen, 47 Nein-Stimmen und einer Enthaltung abgelehnt. Ich rufe dann den Änderungsantrag der FDP-Fraktion auf und bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie diesem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dieser ist bei 8 Ja-Stimmen, 49 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen ebenfalls abgelehnt. Ich rufe dann den Änderungsantrag der Grünen auf und bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen?
Enthaltung? Dieser ist bei 46 Ja-Stimmen und 20 Nein-Stimmen so bestätigt. Und ich rufe schlussendlich den so geänderten Bericht des federführenden Ausschusses zur Abstimmung und bitte Sie um Ihr... Herr Dr. Schulte-Wiesermann, wir sind im Abstimmungsverfahren. Ja, ich weise darauf hin, dass Herr Aschenbach gesagt hat, Paragraph 4.2 gesondert abzustimmen. Bitte was? Punktweise, Paragraph 4.2. Das, was gerade geändert worden ist, das jetzt in der Endabstimmung als gesonderter Punkt abzustimmen. Das muss ja gehen. Also den geänderten Punkt insgesamt, nicht nur die Änderung als solches, sondern den geänderten Punkt Paragraph 4 Absatz 2. Wir sind jetzt in der Schlussabstimmung, richtig? Richtig. Gut. Und normalerweise haben wir Punkte 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt haben wir Paragraphen 1, 2, 3, 4, 5. Und wir, also Max Aschenbach und ich, wir würden gerne den Paragraph 4 Absatz 2, den gesondert abstimmen. Gut. Dann den Paragraph 4 Absatz 2 gesondert, wenn Sie dem zustimmen, bitte ich Sie um Ihr Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies ist bei 42 Ja-Stimmen, 23 Nein-Stimmen ohne Enthaltung so bestätigt. Und dann den ganzen Rest. Wenn Sie dem zustimmen, bitte ich Sie um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Das ist bei 45 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen ohne Enthaltung so bestätigt. Vielen Dank. Herr Löser, bitte. Moment, ich habe jetzt gerade abgestimmt. Keine persönliche Erklärung. Von meiner Seite eine Erklärung zum Abstimmungsverhalten. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich hoffe, die Kamera ist noch an, weil meine Erklärung richtet sich an die Wähler. Die Wähler und die Bürger dieser Stadt sollten wissen, dass das, was hier abgestimmt worden ist, keinen in diesem Saal betrifft, weil alle gewählten Stadträte gratis Parkkarten haben, in der Innenstadt umsonst parken oder gratis mit Bus und Bahn fahren dürfen. Es gehört in meinen Augen zur Ehrlichkeit dazu, Sie und euch als Wähler darauf hinzuweisen. Danke. Herr Hanig, Ehrlichkeit ist eine hohe Tugend. Ich würde mir das wünschen, wenn das in Ihrer Agenda ganz oben steht. Aber auch ordnungsgemäßes Verhalten gehört dazu. Und Sie haben eine politische Erklärung allgemeiner Art abgegeben, die außerhalb der Geschäftsordnung, außerhalb dieses Raumes jederzeit möglich ist. Es ist aber keine persönliche Erklärung, die Ihr Abstimmungsverhalten begründet hat. Es gibt einen, nach dem Tagesordnungspunkt 14, einen Geschäftsordnungsantrag, Herr Löser. Sehr geehrter Herr Präsident. Herr Erster Bürgermeister, noch mal ganz kurz, Herr Hanisch. Also wir hier drüben bei den Grünen haben, glaube ich, alle die DVB-Stadtratskarten und keine Parkkarten. Nur so viel. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Ich habe eine Bitte, und zwar bitte ich darum, dass die Verwaltungsvorlage Top 20 Erhaltungssatzung Dresden-Trachau-Wildermann jetzt sofort behandelt, also vorgezogen wird. Es hängt da unmittelbar eine Entscheidung und ein Abrissgesuch dran und es könnte sein, dass das verfristet. Insofern bitte ich um sofortige Behandlung.
Zwei Dinge sofort. Herr Lichti spricht die Abstimmung zum Tagesordnungspunkt 14 an, nur um zu vermeiden, dass es im Nachtrag eine Unklarheit gab. Durch den Geschäftsordnungsantrag von Herrn Dr. Schulte-Wissermann ist aus dem Gesamtkomplex des geänderten federführenden Ausschussberichts die Abstimmung von § 4 Absatz 2 gesondert erfolgt. Und das habe dann danach den gesamten Rest des Beschlussgegenstandes aufgerufen, sodass zunächst der § 4 Absatz 2 ohne das Ganze und dann das Ganze ohne 4 Absatz 2, sodass insgesamt alles abgestimmt ist. Ich sehe hier überwiegend Nicken, aber Herr Lichti, danke für den Hinweis, dann kann im Nachgang jetzt keine Unklarheit an dem Punkt mehr entstehen. Von Herrn Löser ist jetzt beantragt worden, den Tagesordnungspunkt 20 vorzuziehen. Dazu direkt geschäftsordnend Herr Wörz. Es tut mir leid, die Erklärung von Herrn Hannig war nicht nur, widersprach nicht nur der Geschäftsordnung, weil es keine persönliche Erklärung war. Er hat auch eine, im Prinzip alle in diesem Stadtrat sitzenden Personen betreffende falsche Tatsachenbehauptung aufgestellt, nämlich, dass niemand von diesen Parkerhöhungen betroffen wäre. Das ist insofern falsch, dass, wie im Prinzip eben schon von den Grünen gesagt worden ist, eine ganze Anzahl im Prinzip eine DVB-Karte haben, aber auch es betrifft auch die, die diese Parkkarte haben, weil diese Personen nämlich die Parkkarte für den Stadtrat nicht für private Angelegenheiten benutzen dürfen, sondern nur für die Angelegenheit des Stadtrates. Das heißt, wenn ich mit meiner Familie mit dem Auto in die Stadt fahre am Sonntag, um mich irgendwie in einer Gaststätte im Prinzip aufzuhalten, dann muss ich das selbstverständlich persönlich bezahlen und tue das auch. Und insofern ist es vielleicht empfehlenswert, bei den Freien Wählern mal zu schauen, ob die ihre Parkkarte persönlich und privat benutzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wirz. Da Ihnen dieses Verbot auch wirklich bewusst zu sein scheint. Vielen Dank. Nein, Herr Hannig, hallo, Herr Hannig. Herr Hannig, es gibt eine ganz einfache Regel. Ich rufe auf. Und dann ordnen wir das Ganze und wir sind zunächst darin, Herr Kaden hatte sich gemeldet, auf den Geschäftsordnungsantrag von Herrn Löser eine Gegenrede zu halten. Herr Kaden.